Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Sie wird in der Exzellenzinitiative mit 2 Exzellenzclustern gefördert. Hallo, ich bin Sarah. Ich studiere an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster auf Lehramt. Und ich zeige euch heute mal mit meinen Kommilitoninnen die Uni und die Stadt. Hier seht ihr schon mal das Schloss. Das ist das Hauptgebäude, die Verwaltung der Uni. Ja, wir haben keine Campus-Uni, sondern es ist alles so ein bisschen verteilt in der Stadt. Und ja, gerade im Sommer ist es ganz cool und ganz schön, weil man so mit dem Fahrrad hin und her fahren kann und auch so ein bisschen in der Stadt unterwegs ist. Es gibt auch viele nette Cafés und ja, es macht so spezielles Feeling in Münster. Also hier ist die ULB, die Landesbibliothek. Ich habe gerade erfahren, hier gibt es 3 Millionen Bände, also unglaublich viele Bücher. Und man kann alle Bücher ausleihen, so besonders für Hausarbeiten oder Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Und zusätzlich gibt es dann noch relativ viele Institutsbibliotheken. Ist dann manchmal noch ein bisschen fachspezifischer und ja, kann man gut nutzen zum Hausarbeiten schreiben. Hallo, ich bin die Susanne und ich studiere Biowissenschaften im 4. Semester. Ich bin die Anja, ich studiere auch Biowissenschaften im 4. Semester und heute gehen wir nach einem langen Vorlesungstag in die Mensa essen. Wir haben hier in Münster 2 große Mensen. Das ist einmal hier die Aasee-Mensa, direkt gegenüber von dem wunderschönen Aasee. Dann gibt es noch eine große Mensa am Ring, die ist am anderen Ende der Stadt. Dort sind die Naturwissenschaftler untergebracht, aber heute sind wir hier. Das Essen ist eigentlich hier auch am besten und wir freuen uns schon drauf. Wie man sieht, ist es auch gar nicht so einfach, einen Fahrradparkplatz hier zu bekommen, weil Münster ist ja die Stadt der Fahrräder. Ja, da sucht man auch schon mal eine Weile, bis man einen findet. 1780 wird die Uni durch Franz Freiherr von Fürstenberg feierlich eröffnet. Nachdem sie 1803 zur akademischen Lehranstalt degradiert wurde, erhielt sie den Titel Universität 1902 von Wilhelm II. Zurück. Die Antwort auf die Frage nach dem Profil der Westfälischen Wilhelms-Universität fällt leicht mit Gertrude Stein. Eine Universität ist eine Universität ist eine Universität. Wir sind eine traditionsreiche, klassische Volluniversität. Das mag sich langweilig anhören, ist aber, wenn man sie von innen betrachtet, eines der spannendsten Biotope, das man sich vorstellen kann. Wir haben alles außer Ingenieurwissenschaften und Veterinärmedizin, sogar eine eigenständige Musikhochschule. In der Exzellenzinitiative werden an der Uni Münster 2 Exzellenzcluster gefördert. Zum einen der Cluster Cells in Motion, kurz SIM. Es geht darum, wie der Name schon sagt, Cells in Motion, dass Zellen in der Bewegung sind. Und zwar wird in diesem Projekt studiert von Biologen, Medizinern, Physikern, Mathematikern, Chemikern und Informatikern, wie sich Zellen bewegen, wie man das studieren kann. Nicht nur alleine für sich, sondern dann auch im Zellverband, im Organ und später dann auch in der Klinik, im Patienten, um neue Methoden herauszufinden, wie wir Krankheitsbilder bearbeiten können, wie wir Krankheiten bekämpfen können und neue diagnostische Maßnahmen entwickeln möchten und können. Hallo, ich bin der Alexander. Ich bin hier gerade Praktikant für 10 Wochen. Ich habe gerade mein Abitur hinter mich gebracht in Düsseldorf und mache dabei eine Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten. Ja, man ist ja echt bei der Forschung dabei. Das heißt, wir machen Versuche und auf Basis von denen arbeiten dann hier die Doktoranden und die Masterstudenten weiter. Ja, auch im Hinblick auf meine Zukunft bringt mir das hier wirklich echt viel, das Praktikum, weil ich habe mir überlegt, selber Biologie zu studieren und wenn es geht, auch hier in Münster. Vielleicht werde ich dann ja genau hier am Institut auch studentische Hilfskraft. Ja, ich würde es freuen, wäre super. Von den 37 Exzellenzclustern in Deutschland gibt es in Münster den einzigen zum Thema Religion. Hier im Exzellenzcluster Religion und Politik arbeite ich auch als studentische Hilfskraft bei Frau Felicity Jens. Sie ist Historikerin und sie unterstützt sich in ihrem Forschungsprojekt. Und ja, das ist super spannend, weil es noch ein bisschen Praxis ist neben dem Studium und außerdem eine schöne Möglichkeit, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Rund 200 Wissenschaftler aus 20 Geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern und 11 Nationen beschäftigen sich mit dem sensiblen Verhältnis von Religion und Politik, das alle Epochen und Kulturen geprägt hat. Das ist aber, glaube ich, eine moderne. Das Studienhospital Münster ist das Simulationszentrum der medizinischen Fakultät. Hier werden die Medizinstudenten auf den klinischen Alltag vorbereitet.
Bedeutet ganz konkret, sie lernen hier, wie man Gespräche mit Patienten führt, wie man die Patienten körperlich untersucht und wie man Eingriffe vornimmt. Das heißt, wie man bestimmte Spritzen gibt, wie man Wunden zusammennäht, wie man zum Beispiel bestimmte Schläuche in Körperhöhlen legt. Alles Tätigkeiten, bei denen man möglichst wenig Fehler machen sollte. Die traditionsreiche Bischofsstadt Münster ist mit etwa 290.000 Einwohnern und fast 50.000 Studenten eine der größten Universitätsstädte in Deutschland. Von 1815 bis 1946 war Münster Hauptstadt der damaligen preußischen Provinz Westfalen. Was vielleicht nicht ganz so positiv ist, ist der Wohnungsmarkt. Wobei das eigentlich so ist wie in allen anderen Studentenstädten auch. Man muss halt einfach früh genug anfangen zu suchen. Münsters zentralstes Naherholungsgebiet ist der Aasee. Hier ist ein sehr beliebter Platz zum Grillen oder halt so für Wassersportarten, zum Segeln. Man kann ohnehin viel Sport hier machen. Hier trifft man sich gerne, auch abends. Und eigentlich trifft man hier immer bekannte Gesichter. Und wenn wir mal keine Lust haben, an den Aasee zu gehen, dann kann man auch immer noch in diverse Clubs oder in die Altstadt, Jüdefelde oder Kreuzstraße. Da findet man auch immer jede Menge Studenten, mit denen man sich unterhalten kann, die man neu kennenlernen kann. Ja, da ist der Abend gesichert. Also ich würde hier studieren, weil die Bewerberzahlen auf die verfügbaren Plätze 10-mal so hoch sind wie Plätze und wir deswegen die besten Studierenden auswählen können. Und Sie alle kennen das Gesetz, First Class People attract First Class People. Das heißt, die fachliche Umgebung ist hochattraktiv. Es kommt hinzu, dass die Stadt selbst auch etliches zu bieten hat, obwohl oder vielleicht weil sie eine kleine Großstadt ist. Jetzt sind wir wieder am Schloss angekommen auf unserer Rundreise. Wir haben einiges gesehen und wer mehr sehen möchte, der muss nach Münster kommen. Tschüss!